darf ich mal die Laterne filmen? Ei, das ist aber schön. Zudem vorerschrecklich, denn er war über seiner Uniform nur mit einem roten Mantel gekleidet. Ich bin so müde vom langen Reiten. Schnell will ich durch das Stadttor gehen und in das warme Lager zurückkehren. Bestimmt wird es auch noch eine warme Suppe geben. Allerdings, meine Taschen sind leer.
Ich habe mein Geld meinen Kameraden zum Kartenspiel gegeben. Naja, der Hauptmann wird mir meinen Lohn im Voraus zahlen. So näherte sich Martin langsam den vertrauten Stadtmauern. Doch gerade als er an das Stadttor kam, trat eine Gestalt auf ihn zu. Ach, stolzer Soldat, ich bin ein armer Mann und habe nichts. Doch Martin hatte außer seinem Schwert selbst nichts mehr und freute sich auf sein warmes Lager. Armer Bettler, ich würde dir gerne helfen, aber meine Taschen sind leer. Endlich war dem Bettler ein Mensch begegnet, der ihm helfen wollte. Guter Mann, ich habe nur die Lumpen an meinem Leib und das Feuer wird auch bald ausgehen. Ich kann mir nur meine Hände erwärmen. Mich friert erbärmlich. Martin wurde sehr traurig, weil niemand diesem Menschen half. Doch er fror doch selbst so fürchterlich. Mir ist auch sehr kalt. Und ich habe nur diesen weiten, wollenen Mantel, den mir meine Mutter aus Ungarn geschickt hat. Martin aber brachte es nicht übers Herz, weiterzuziehen, ohne dem Bettler geholfen zu haben. Wir stehen am Eingang vor der Kirche. Es fällt mir sehr schwer, mich von diesem Mantel zu trennen. Aber wenn ich ihn teile, dann können wir beide uns noch warm genug damit einwickeln. Der Bettler wusste gar nicht, wie ihm geschah. Die Geste des barmherzigen Martin war für ihn wie ein wahres Wunder. Im Namen Gottes danke ich euch, edler Mann. Doch Martin war schon weitergezogen. In seiner Unterkunft angekommen, verspotteten ihn die Soldaten, weil er nur noch einen halben Mantel hatte. Durch die Begegnung mit dem Bettler bestärkt, beschloss er, den Dienst als Soldat aufzugeben und fortan nur noch den Menschen zu dienen. Viele Jahre später wurde Martin zum Bischof von Tours berufen. Dankeschön. So, ich bedanke mich für den Applaus. Martin Fallenbüchel als Bettler. Vielen Dank. So, und bevor jetzt alle nach Hause gehen, gibt es natürlich noch die Martinsmännchen. Die gibt es dieses Mal am Eingang zum Zehnkeller. Da darf sich jedes Kind Martin Fallenbüchel als Bettler. So, es kommt immer noch Kinder, ihr mit eurem Applaus, das wird gut.